Wir wollen beim Traumfänger ungewöhnliche Lebenswege aufzeigen und euch damit inspirieren. Wir wollen Menschen eine Bühne geben, die für ihre Leidenschaft brennen und die, um ihren Traum zu verwirklichen, Risiken eingegangen sind oder auch die ein oder andere Hürde überwunden haben. Um wieder zu fühlen, muss man riskieren, die Angst verlieren, Gedanken regieren. Ich hatte Role Models und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich sie gehabt habe. Und ich merke selbst heute als Professorin, wie wichtig das ist. Und das erlebe ich jetzt auch bei meinen Studentinnen. Immer diese Aussagen oder Vorurteile, dass man dies und jenes nicht kann. Also ich versuche auf jeden Fall einfach authentisch zu sein und auch meine Schwäche zu zeigen. Ich sage dann, schau, ich hatte auch diese Art von Selbstzweifel. Wenn man das einfach offen darstellt, anstatt dieses perfekte Bild, dann öffnen sie sich auch, dann können sie auch viel natürliche Verbindung mit dir aufbauen. Wenn du einen Gipfel, einen Berg, eine große Wand siehst, du willst hoch. Zum Beispiel, wenn du diese Mauer siehst da, dann hast du, das ist, ich habe so eine Krankheit, ich schaue es dann an und denke, wo könnte ich mich echt da festhalten? Egal, ob man dann am Schluss auf dem Spitz steht oder nicht, das ist nicht Erfolg oder Misserfolg, sondern der ganze Prozess bis zu diesem Nein-Entscheid, der ist das, was extrem bereichert ist und für mich das Ganze schon zum völligen Erfolg eigentlich macht. Schließ die Augen und lass den Regen gehen, Regen gehen. Wenn das wirklich ein wahrhaftiger Wunsch ist, dann wird diese Person auch alles machen, um nach irgendwelchen Möglichkeiten zu suchen. Selbst wenn es so Kleinigkeiten sind. Dass man irgendwie versucht, selbst wenn man Rückschläge hat, trotzdem irgendwie so positiv zu bleiben und dass man bei ganz vielen verschiedenen Sachen einfach mitmacht. Wenn ich möglichst bekannt sein möchte, dann muss ich an Everest gehen. Weil jeder denkt, Everest ist das, also gut, das Größte ist es jetzt, das sind wir uns einig, aber absoluter Blödsinn. Ich meine, es waren über 9000 Personen dort oben. Aber trotzdem, man geht dorthin als professioneller Bergsteiger, weil die Medien schreiben, oder? Und dann gehe ich nach Kasachstan, da kriegst du keine Aufmerksamkeit, aber du machst es, weil es du lässig findest. Und ich glaube, man muss schon versuchen, wenn die Basis stimmt, wenn man die Möglichkeiten hat, dann einfach seinen Weg zu gehen.